Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Runde Total War 2 Replay Action aus dem Salad Cup. Eine weitere Runde zwischen Legatus und Papa Palpatine, Skaven gegen Tiermenschen. Tiermenschen, eine häufig gesehene Wahl gegen die Skaven, da sie mit ihren Vorhutaufstellungen und doch hohen Ansturm Boni und Streitwagen und Minotauren und Sturmbullen noch gut durch die Skaven-Linie durchfegen können, um an die knackigen und saftigen Fernkämpfer zu kommen. Die hat allerdings Legatus überhaupt nicht mitgebracht in weiser Voraussicht. Und tatsächlich hat er allerdings solchen Mönche dabei, zwei Regimenter. Ah, unglaublich, unglaublich. Und sogar die Ratswache Sturmratten mit Hellebarden, unbrechbare Skaven, Anti-Großeich. Alles, was man als Skaven-Spieler gegen Tiermenschen so mitbringen möchte. Allerdings macht der Urschrei der Wildmagie der Tiermenschen sehr viel Schaden gegen so zwei Zauberer bei den Tiermenschen. Ein Todesschamane mit Seelenraub und Streitwagen, um gegnerische Lords zu snipen. Und ein Wildschamane mit Gezieferschwall und Zygobeschwörung. Okay, Gezieferschwall ist, glaube ich, gut gegen die leicht gepanzerte Infanterie, aber der Urschrei ist eigentlich der, der sehr, sehr gut ist gegen solche Regimenter wie die Sturmratten. Hier würde ich mal sagen, ist diese Wahl nicht unbedingt optimal gewesen, aber Streitwagen natürlich sehr nützlich, wenn sie nicht von den Skaven-Monstern abgeblockt werden. Wir sehen überraschend viele Fernkämpfer. 1, 2, 3, 4, 5 mal Ungor-Plünderer. Und haben hier die Schleicherfähigkeit, werden vom Gegner nicht gesehen und werden möglicherweise gigantischen Schaden bei den Skaven anrichten, wenn sie die nicht ausschalten. Und ja, so wie es aussah, hatten die Skaven nur ein paar Rattenogen und Höllenbrutbrut. Die könnten schon recht anfällig sein. Schlechter von Kalkengrad, wie immer super tolles Regiment, eines der besten der Tiermenschen. Regeneration, hohe Nahkampfangriff, Abwehrwerte, Waffenstärke, super Ding. Und die Frontlinie besteht nur aus einigen Gorherden. Nicht sehr viel. Die können sogar von den Rattenogern und den Seuchenmönchen wahrscheinlich recht schnell vernichtet werden, vor allem in Kombination mit diesen Höllenglocken. Centigors, Chaoshunde sowie noch weitere Centigors. Ah ja, und Chaoshunde hier im Hintergrund der Armee, die auch direkt vorgestürmt sind und möglicherweise direkt in ihren Tod laufen. Also eine weniger rushige Armee, sondern eher eine Armee, die auf Fernkampf ausgelegt ist. Legatus verteidigt hier praktisch ohne Fernkampf, nur eine Rush-Armee mit dem Maximum an Monstereinheiten. Einen solchen Minitekel und die Höllenglocke sind dabei, also gegen fliegende Einheiten, gegen Infanterie zum Beschwören ist auch was dabei. Und die Höllengrubenbrut gegen Große, wie ein Assassine, der Rivalenhaut-Talisman zusammen mit den Seuchenmönchen einsetzen kann, um den Tiermenschen richtig, richtig Probleme zu bereiten. Ansonsten ein bisschen müllige Einheiten, ein paar Skaven-Sklaven, ein paar weitere Skaven-Schleuderer hier im Hintergrund. Aber die richtige Macht steckt natürlich hier in diesem Zentrum drin und in den Seuchenmönchen plus den Hellebardieren. Und wir sind mal gespannt, ob die Skaven sich hier gegen die Tiermenschen durchsetzen können. Erster Angriff, der Tiermenschen schon eher so ein bisschen in die Hose gegangen, aber immerhin, er hat sie wahrscheinlich irgendwie hier rausziehen wollen, damit er muss ja irgendwie hier raus aus der Ecke. Und das hat Legatus halt ein kleines bisschen ausnutzen können, aber der Schaden hielt sich noch in Grenzen. Ich glaube, ja, Legatus musste auf jeden Fall sehr, sehr aggressiv vorgehen, sobald er die Ungor-Plünderer sieht. Auch diese solchen Priester, diese Menetekel, die haben zwar vergleichsweise hohe Panzerung, aber wenn da 5 Regimenter mit Bogen drauf schießen, dann, dann sind die ziemlich schnell futsch. Und ein schönes Regiment Clanratten in den Ansturmweg der Gorherden gespawnt. Dadurch kriegen die auf jeden Fall schon mal nicht ihren Angriffsbonus. Und der Ansturm der Tiermenschen wird etwas verlangsamt. Hier auf der anderen Seite Skaven-Sklaven mit Speer werden angegriffen von Tiermenschen, werden auf jeden Fall verlieren. Aber es gibt ja momentan nicht wirklich was, was die Skaven haben, um diese Gorherden zu beschießen. Und oh, es sieht so aus, als kommen die Ungor-Plünderer ein bisschen zu nah in den Nahkampf rein, in ihrer Verzweiflung an den Seuchenpriester ranzukommen. Ehrlich gesagt, kein sonderlich gutes
Micromanagement. Hier, die waren auf jeden Fall nicht im defensiven, in den Defensivmodus gestellt. Aber er hat sie noch rechtzeitig gesehen und zieht sie erneut wieder zurück. Legados hat allerdings die Gefährlichkeit der Situation erkannt und schickt direkt Höllengrubenbruten und seine Mentekel vor, um die Fernkämpfer auszuschalten, die sich allerdings in alle Richtungen gerade verteilen, um genau dies zu verhindern. Schlechter von Kalkengrad stellen sich der Höllengrubenbrut in den Weg und dem Assassine. Der Assassine ist wirklich sogar noch von mehr. Oh, nach Schachstand der erste Minotaur erledigt. Höllengrubenbrut bereits ziemlich beschädigt. Und die Linie der Tiermenschen bricht allerdings jeden Moment. Die Frage ist, können diese Fernkämpfe genug Schaden machen an den großen monströsen Einheiten der Skaven, bevor sie hier durchbrechen? Ein Spawn von Clanratten, um hier weitere Fernkämpfe auszuschalten. Höllengrubenbrut fällt jeden Moment und auf der linken Flanke ist die Masse an mobilen Einheiten, so wie es aussieht, in der Lage, die Seuchenmönche auszuschalten, die doch ziemlich leiden, weil meine Hunde sind zwar kleine Regimenter, haben sie ihren Bonus gegen Infanterie. Ratten-Oger im Hintergrund sind momentan defensiv dargestellt. Ratswache greift gleich diese Schlechter von Kalkengrad an, aber die linke Flanke der Skaven sieht jetzt schon relativ offen aus. Hier ist nicht genug Masse da, um diese anstürmende Flanke aufzuhalten. Und die Höllengrubenbrut ist tot. Also noch nicht in diesem Moment, aber da wird nichts mehr zu machen sein, das Ding zu retten. Und es fällt. Keine zwei, der nächste wächst nach, buff oder zu stolzlich für den Tod. Sie überlebt und die Schlechter von Kalkengrad müssen jetzt hier auf jeden Fall raus, bevor sie von der Ratswache erledigt werden. Skaven immer noch nicht in der Lage, den Fernkampf der Tiermenschen auszuschalten. Und nachdem die Höllengrubenbrut vernichtet worden ist, sind jetzt die Seuchenglocke und Menetekel dran. Weitere Regimente, die verhindern, dass die Skaven vorrücken, sind jetzt gerade von Malagor, dem Dunklen Ohm, oder wie er heißt, dem Schattengeborenen, beschworen worden. Chaosbruten verhindern das weitere Durchdringen des Grauen Propheten mit Ruin und den Skaven fehlt jetzt einfach ihre Mobilität. Rattenoger sehe ich jetzt nur noch ein Regiment. Die linke Flanke ist durchbrochen worden. Jetzt gibt es das Skaven Sandwich. Und das kann eigentlich für die Skaven nicht mehr gewonnen werden. Die Rattenoger eher defensiv eingesetzt gegen die Angriffe der mobilen Regimenter, der Tiermenschen. Aber sie hätten wirklich hier gebraucht. Sie wären hier gebraucht worden. Um einen Unterschied für die Skaven in dieser Situation zu machen. Ich glaube, die Streitwagen, ich weiß gar nicht, was die gemacht haben. 65 Kills hier. Jeweils 65 Kills bei den beiden Zauberern haben sich also gar nicht mal so schlecht ausgezahlt. Beschworene Züger fällt um. Haufenweise Bogenschützen immer noch da. Ja, und die Skaven haben nichts mehr. Der General ist tot. Der Assassin läuft weg. Nur noch Sklaven da und das Regiment Ratswache, das hier allerdings einfach nicht richtig helfen konnte. Es war zu langsam und die Tiermenschenarmee war nicht wie eine typische Tiermenschen-Stromarmee angelegt, sondern ein schönes bisschen Antimeter-Fernkampf basiert. Er hat praktisch damit gerechnet, dass die Skaven von Legatus nicht typischerweise mit Fernkampf ausgestattet werden, gehe ich jetzt mal davon aus, und ist dem daher auch nicht auf den totalen Strom gegangen, wie man es normalerweise erwartet, sondern hat praktisch das momentane Meta Skaven gegen Tiermenschen nochmal gekontert mit einer Fernkampfarmee, die in diesem Fall richtig, richtig effektiv gewesen ist. Klar, wenn er sonst reingebloppt hätte mit einem Riesenhaufen Nahkampfregimentern, wäre solchen Priester und Grauer Prophet hier wirklich unglaublich stark gewesen. So war das nicht möglich. Mit ziemlich wenig Aufwand, nämlich mit Schlechter von Kalkengrad und den Streitwagen, konnte er die Skaven vom Durchdringen zu den Ungor-Plünderern aufhalten. Wenn Legatus nur ein einzelnes Regiment Gift für den Mörser dabei gehabt hätte, wäre das vermutlich nicht aufgegangen. Aber so passiert es halt, wenn die eigene Armee nicht so flexibel ist, kann man auch wieder besser ausgekontert werden. Wenn es jetzt keine OP-Einheiten gibt, wie zum Beispiel die Streitwagen, Scourge Runner Chariots, Geisterkufen Streitwagen der Dunkelelfen. Die sind zwar genervt worden, aber immer noch sehr, sehr stark. Wenn man nicht so total flexible Regimenter dabei hat, die nicht viel kosten, dann hat man ein kleines bisschen ein Problem. Da sind die Rattenoger am ehesten noch das, was am nächsten an so eine flexible Einheit rankommt. Aber Skaven sind da nicht so extrem gut ausgestattet.
Gigi an Legatus und an Papa Parfentine für diese interessante Anti-Meta-Match. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Lasst gerne einen Kommentar und ein Like da. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, schaut bei dem Humble Bundle oder dem Mogul-Link in der Videobeschreibung vorbei. Dort gibt es unter anderem tolle Warmer für recht günstige Preise. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.